zwei Teams, die gleichzeitig auf einer Bahn spielen und jeweils einen Punktemacher haben. Und der Punktemacher versucht immer, das gegnerische Team zu überholen. Das gegnerische Team versucht, den aufzuhalten, mit Körperkontakt auch. Jeder überholte Spieler ist immer ein Punkt. Man überholt an der Hüfte und jede Hüfte zählt einen Punkt. Es gibt den Minimum-Skill-Test, weil es einfach ein Sport ist, der Vollkontakt ausgeführt wird und das Verletzungsrisiko sonst zu groß ist. Deswegen übt man Fallen, Ausweichen, um die Sicherheit zu gewährleisten von den Spielern. Wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, das einfach mal auszuprobieren und dann mal mit dabei sein.